Naja. Dann schauen wir uns mal das hier an. Keine Ahnung, was ich hier finden soll. Ach ja, zusammenpuzzeln natürlich. Ja, zusammenpuzzeln. Hatte ich ganz vergessen. Ich schiebe einfach mal alles hin und her. Wird schon passen. Haben wir einen Mond? Da haben wir einen roten Pfeil. Ja, schwer zu sagen, wie es hinkommt. So rum? Nein. Nein, nein, nein. Hier ist ein grüner Strich. Wo fehlt ein grüner Strich? Ich bin verwirrt. Doch, hier steht doch M dran, oder? Ja, sag ich doch. Könnte das hier M sein? Ja. Ja, es lichtet sich. Das hier sollte eigentlich das hier sein, aber es passt nicht. Oh, das ist ja gar nicht. Das ist ja noch gar nicht drauf. Könnte das hier noch hier hingehören? Oder eben hier hin, wäre gelb, aber auch nicht. Haben wir diesen grünen Pfeil, okay. Nein, da passt das nicht hin.
Ich weiß ja gar nicht, wo diese grüne Striche hin soll. Irgendwie mit diesem hier zusammen. And I have no clue. Ich glaube, ich sehe über sie immer wieder den entscheidenden Hinweis. As always. Ich würde sagen, ich setze fest. Weil gar nichts hierhin passt. Oder hinpassen will, oder wie immer man das sieht. Ich krieg dich zusammen. Das gibt's doch nicht. Wieso passt da unten eigentlich nichts hin? Ja, schon wieder wahnsinnig. Scheiß Tag heute. Ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Mehr sage ich dazu nichts mehr. Aber ich habe eindeutig noch nicht alles gesehen. Wo ist eigentlich der andere Stern?
What? Wo ist der Stern hin? Jetzt werde ich wahnsinnig. Es will nicht. Dieser gelbe Strich, wo gehört er hin? Einfach das Problem ist, nichts Gelbes mehr sehe. Entschuldigt. Wieso passt das hier nicht hin? Bei solchen nervigen Rätseln hat man dann schon gerne den Überspringen-Button. Aber wir haben gesagt, no pussy mode. Und wir haben Zeit, wir haben gerade 14:45. Dann werde ich eben nochmal etwas auf, nochmal eine Aufnahme starten. Wenn es sein muss. Natürlich werde ich jetzt belästigt. Ich habe vergessen, mein Steam auf Offline zu stellen. Jetzt leckt das Spiel. Na klasse. So, weiter geht's. Muss mich tatsächlich gerade noch jemand auf Steam anschreiben. Mitten in der Aufnahme. Naja, es passt nichts. Es passt einfach nichts. Es fehlt der entscheidende letzte Hinweis. Das ging mir aber, glaube ich, schon beim letzten Mal so. Man kann dieses Puzzle nicht ohne Überspringen lösen. Es ist nicht möglich. Ich schau mal nach. Dann schauen wir mal, was die Komplettlösung sagt. Ich kann nicht auf Überspringen drücken. Ich hasse es immer, wenn er die Bilder ladet. Aber Internet ist nachts am schnellsten. Das ist das mit den Rohren, das haben wir schon, das haben wir auch schon. Kristall machen.
Nein, nein. Ah, das ist schon zu weit. Jetzt, wo ist das Runenkleberätsel? Ah, hier. Mir fehlt ja nur noch eins. So, das hat keinerlei Bedeutung, das hat keinerlei Bedeutung. Das hier muss noch hier rein. Oh, da dieser kleine blaue Strich. Kartenmarker. Nachdem ich einige Karten auf dem Tisch im Kartenraum angeordnet hatte, erschien eine Form. Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Und wir bekommen eine Lupe. So, ganz kurze Pause. Also es war hier jetzt kein Schnitt, sondern ich habe nur kurz Audacity wieder in den Vordergrund gerückt. So, jetzt haben wir den Plan und jetzt dürfen wir wieder so ein Rätsel lösen. So, 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 so. Ja, das Haus von Nikolaus. Revier. Sternschnuppen, eine Reihe seltsamer Sternbilder, die ich noch nie gesehen habe, und eine Sternschnuppe auf dem Weg zum Schloss. Was ist das und warum ist es so wichtig? Oh. Das war eine Zirkelhälfte und eine Rune. Jetzt hätten wir die letzte Rune. Und werden hier drin auch so weit fertig, bis auf den Wartungsschacht. Da kommt man aber erst später hin. Was haben wir hier? Lupe. Wieso können wir hier eigentlich immer noch hin? Ach ja, das Stuhlbein mitnehmen. Wieso auch nicht? Ich glaube, da hilft uns das Zeug nicht weiter. Ah, die Runen bauen wir noch hierfür. Spiegelbild. Ja, was müssen wir eigentlich machen? Der Spiegel leuchtet etwas, aber es ist so klein, dass ich es nicht erkennen kann. Ach so. Lupe. Ah, wenn man alles drehen kann, ist das immer ein nix gut. Ach so. So, dann wir die noch drehen. Was stimmt jetzt noch nicht? Muss das noch eine bestimmte Richtung haben? Was denn noch? Ah, tatsächlich eine bestimmte Richtung. Ah,
Ein Spiegelkräften. Glückwunsch, dies könnte witzig sein. Silberner Stern. Genau. Den brauchen wir auch, um durch das Sternentor zu kommen. Schlüssel drehen. Komisches Tor. Mondwandbild. Den Rest haben wir ja alles gelesen, ja. Dann so eine Art Bogen und so. Mondbild. Ich habe ein Wandbild mit den Sternbildern aus dem Kartenraum gefunden. Die sind bestimmt wichtig. Für alle Fälle habe ich sie in meinem Tagebuch vermerkt. Nochmal, das waren doch genau die gleichen wie auf unserer Aufzeichnung. Vertiefung, die Tür zu öffnen, muss ich etwas platzieren. Ja, die Sonne natürlich. Und dann die Vögel richtig platzieren. Gelb 1, blau 3. So. So, was muss noch? Der grüne Vogel muss noch weiter nach vorne. Und das Refugium des Magiers geöffnet. Oh, versteinerter Kartograf. Anscheinend hat der Basilisk ihn überrascht. Werkbank, Gussformen. Eine stabile Metallform, mit der man Gussformen herstellt. Frostharz, gefriert in Sekunden und schmilzt nie. Praktisch. Eistruhe. Hier ist es richtig eisig. Ich glaube, hier lässt sich alles in Sekunden einfrieren. Das große Tor zum Forschungslabor. Wie seltsam. Wie müssen wohl die Edelsteine angeordnet sein, damit sich die Tür öffnet? Ja, ich weiß auch nicht. Dann gehen wir mal zur Sonnentür. Welch eine verzierte Tür. Ich muss herausfinden, wie sie sich öffnen lässt. Ja, sieht aus wie ein Schlüssel. Refugium des Magiers Kartenraum. Kommen wir damit dahin? Nope. Nichts geht mehr. Das geht auch nicht. Naja, vielleicht sollten wir mal den kleinen Drachen hier ranlassen. Das wird wohl nicht funktionieren. Geht auch nicht. Seltsam, seltsam, seltsam. Nichts geht mehr. Hä? Ach so, der hat noch etwas für uns. Ein Wachstablett. Was soll ich mit dem?
Was will ich mit einer Wachstafel? Ach so, einen Schlüsselabdruck machen. Hä, wieso kein Abdruck davon? Abgerissen, rostig, leider unbrauchbar. The fuck? Max könnte uns den Schlüssel liefern und Kartografen wieder zu beleben. Durchsuche das Refugium des Magiers nach Hinweisen. Soll ich das noch nach Hinweisen absuchen? Ja, was für Hinweisen? Hinweisen auf so, ne? Die sind witzig. Komm immer dahin. Hier gibt es nur zwei Sachen zum Anwählen. Und eben diese Wand hier. Verarschen? Hä? Ich kann noch nichts an ihm auswählen. Das Spiel mag mich heute nicht. Der Tag auch nicht. Und dabei ist Release-Tag von Windows 10. Oh. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Yeah. So oft wie hier schon Pause angezeigt wird. Katastrophe. Katastrophe. Achso, ja, ich muss die Wachsform wieder wärmen, nicht wahr? So. Klick und schließt kann nützlich sein, flüssiger Schlüssel. Und jetzt haben wir einen Frostharzschlüssel. Es kann nützlich sein, Frostharzschlüssel. Dann kommen wir zumindest mal in Sophias Kleiderschrank. Biggie war ein Kleiderschrank. So, dann brauchen wir eine Schleife, eine Puppe. Nein. Knöpfe, Pinsel, zwei Schuhe, Ohrringe, Kleid, gefüllter Bär, Perücke, Hut. Naja, das könnte momentan noch überall fehlen. So, dann können wir hier das Kleid nähen. Naja, das sind auf jeden Fall Handschuhe. Dann brauchen wir noch zwei normale Schuhe.
Pinsel. Knöpfe. Oh, ein Maßband. Sieht so komisch aus. Okay. Naja, Perücke. Gefüllter Bär. Okay, gefüllter Bär. What? What? Was ist das hier? Aufmalen, genau. Oh ja. Mit meiner Zitterhand. Aber es gilt trotzdem. So, jetzt könnten wir hier aber aufschneiden. Wir haben Bär. Die Außenseite ist fertig, aber die Füllung fehlt noch. Füllung. Strohgefecht, das ist so für den Hut. Den Hut, und damit ist auch die Perücke freigeschalten. Füllung fehlt noch. Das ist die Ohrringe, nein. Knöpfe, braune Pfeife noch. Klingelzeit auch nicht, diesen Knöpfe. Eine Schleife. Und ein Sonnenschirm. Ach, das sind Ohrringe. Fehlt noch ein gefüllter Bär. Nur finde ich keine Füllung. Achso, weiter mit Baumwollfüllung. So, mir fehlt erstmal aufschneiden, ja? Gefüllter Bär und fertig nähen und gefüllter Bär. So, jetzt müssen wir natürlich den Bär auch fertig machen. Naja, Augen. Schuhe, eine Krone. Haare. Ein Diamant. Rote Bäckchen. Und wo fehlt dir das? Wo fehlt das noch? Sieht aber aus wie Ohrenschutz oder Handschuhe? Oder Brüste? Oder. Handschuhe. Okay. Ein Teppichstück. Und dies könnte nützlich sein. Kartografenzirkel.